Hier habe ich einen leckeren Sauerbraten mit einer richtig leckeren Soße ganz einfach zubereitet. Wenn ihr wissen wollt, wie ich es gemacht habe und was ich dafür gebraucht habe, dann bleibt einfach dran. Für den Sauerbraten brauche ich einen Rinderbraten. Hier habe ich ein falsches Filet. Das ist ein Teilstück von der Schulter vom Rind. Sieht aus wie ein Filet, ist aber zum Kurzbraten nicht geeignet. Also zum Schmoren optimal. Dafür brauche ich erstmal einen Wein. Da nehmt ihr auch den, der euch am liebsten ist. Ein Balsamico-Essig, ein bisschen Honig. Dann habe ich hier Lorbeerblätter. Dann habe ich hier Pimentkörner, Pfeffer und Wacholderbeeren. Ja, nachher für den Soßenansatz brauche ich ein bisschen Wurzelgemüse. Dann habe ich hier eine Pastinake, ein bisschen Sellerie, eine Zwiebel. Dann habe ich hier Rosinen und getrocknete Pflaumen. Ja, so, das mache ich mir erstmal ein bisschen zur Seite. Und werde mich jetzt erstmal um das Stück Fleisch kümmern. Da habe ich hier ja, wie ihr seht, dieses Fettteil, das ist eigentlich nur eine Sehne, die werde ich da jetzt runter parieren. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, da geht ihr hier einfach durch, schneidet hier so hoch, so ein bisschen lang und dann immer lang der Sehne entlang. So macht ihr das praktisch mit dem ganzen Stück, dass da nichts mehr von nach ist. Wenn da ein blödes Stück von dran bleibt, ist das alles in Ordnung. Gut, das mache ich jetzt erstmal fertig. So, wie ihr seht, habe ich jetzt die Sehne richtig gut abpariert. Ist richtig gut geworden. Jetzt geht es eigentlich ganz schnell. Jetzt nehme ich mir hier den Wein und dann habe ich hier so ein Gefäß. Ich hätte eigentlich gerne einen GM-Behälter, den habe ich jetzt bloß nicht. Da kommt erstmal ganz locker der Wein rein. Da wird wohl alles reingehen. Eine Flasche. So, dann kommt jetzt ein Schluck Balsamico-Essig dazu. Ja, so circa 50 Milliliter, 60 Milliliter. Dann kommt Honig dazu, weil ich gegen die Säure ein bisschen gegensteuere. So, sollte mir fürs Erste schon reichen. Dann kommen schon ein paar Lorbeerblätter dazu. Nicht zu viel, weil es ist recht dominant. Dann machen wir mal drei. Pimentkörner. Auch nicht zu viel. Dann Pfeffer, Pfefferkörner. Auch nicht gleich zu viel. Und ein paar Wacholderbeeren. Aber auch nicht so viel davon. Ist recht dominant. So, und da kommt jetzt praktisch das Stück Fleisch rein. Am besten wäre es natürlich, wenn das richtig schön in der kompletten Sud untergetaucht ist. So wie ihr seht, lasse ich das jetzt gute 4 Tage in dieser Sud ziehen. Im Kühlschrank natürlich. Nach 2 Tagen werde ich das aber schon wieder rausholen, weil dann schneide ich erst das Gemüse dazu. Und das kann dann, wie gesagt, auch nochmal 2 Tage mit in dieser Weinsud durchziehen. So, und ich habe jetzt gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hatte da ja Honig reingemacht und die ganze Sud mit dem Honig nicht miteinander vermengt. Das werde ich jetzt versuchen. Ich habe mir jetzt einen Handschuh wieder angezogen. Muss jetzt natürlich den Braten wieder da rausholen. Und werde jetzt den Honig, der da unten natürlich jetzt sich abgelagert hat, mit dem Wein vermengen. Ja, das sollte mir schon genügen. Jetzt wieder Ränder mit. Richtig schön eintauchen. So. Deckel drauf. Und dann kann das jetzt für 4 Tage im Kühlschrank. Aber wir sehen uns ja im nächsten Schnitt schon wieder. So, 2 Tage später möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie der gute Rinderbraten jetzt aussieht. Ich mache einfach jetzt mal den Deckel hoch. Oh, das riecht schon richtig Hammer. So sieht er jetzt aus. Hat auch schon eine richtig schöne Farbe angenommen. Nichtsdestotrotz bleibt er noch 2 Tage weiter drin, aber da kommt jetzt noch das Gemüse dazu. Das hatte ich euch ja gezeigt. Hier habe ich ja so ein bisschen Pastinaken,
ein bisschen Wurzelgemüse und Sellerie. Und dann habe ich mir noch eine Gemüsezwiebel klein geschnitten. Dann kommen da noch drei Knoblauchzehen zu. Da werde ich die nicht großartig putzen, nur einmal vielleicht teilen. Da kommt jetzt erstmal das Gemüse mit zu. Nicht so rumplatschen hier. Weil das kann ruhig noch ein bisschen mit einziehen, die Sud in das Gemüse. Muss ich mit untertauchen. Weiß nicht, ob da alles jetzt reinpasst. Oh, sollte. Die Zwiebeln können auch noch mit zu. Knoblauchzehen. Noch einmal halbieren. Die Schale habe ich nur grob abgemacht, weil letztendlich wird das Gemüse nachher sowieso nur mit angebraten und nachher nochmal gesiebt. Ne? Also gefiltert. Ich möchte nachher in der Soße das Gemüse auch gar nicht mehr mit drin haben. So, so sieht das jetzt hier aus. Das lasse ich jetzt nochmal 2 Tage weiterhin im Kühlschrank durchziehen und dann sehen wir uns praktisch für euch im nächsten Schnitt zum Anbraten wieder. So, insgesamt 4 Tage sind jetzt vergangen. So sieht das Gemüse jetzt aus. Darunter ist ja das falsche Filet, also der Sauerbraten. Den werde ich jetzt mal rausholen. Mal gucken, wie der, dass ich hier nicht so rumsau. Oh, der sieht schon richtig gut aus. Richtig gut rot geworden. Guckt euch den an. Den werde ich jetzt gut abtropfen lassen. So. Kommt hier rauf. Auf die Konsistenzform. Den werde ich nachher noch gut abtupfen. So, und das Gemüse werde ich natürlich jetzt von dem Sud befreien, weil das Gemüse möchte ich jetzt anbraten. Die Sud vorsichtig abkippen. So. Praktisch ist jetzt der Sud von einem festen Bestandteil getrennt. Dann kann ich praktisch das Gemüse da wieder reintun. In diese Schüssel. So. Dann habe ich hier jetzt praktisch die Sud, da wo ich nachher die leckere Soße draus machen werde. Ne? Ich habe mir heute den Hockerkocher, sag ich mal, mir bereitgestellt, weil der hat richtig gut Power. Ich brauche nachher richtig gute Röstaromen ans Fleisch und an das Gemüse. Und da ist der genau der richtige für, ne? Ja. Oh, der Dutch Oven ist jetzt richtig gut heiß. Ich habe übrigens hier den FT9 von Petromax. Ja, da kommt das Fleisch jetzt rein und wird den schön von allen Seiten schön scharf anbraten. So, schön von allen Seiten und da überall schöne Röster rumkriegt. Umso mehr Röstaromen, umso leckerer die Soße, ne? So, das sollte mir jetzt reichen an Röstaromen. Den kann ich jetzt mal wieder zur Seite legen. Sieht schon jetzt richtig lecker aus. So, jetzt werde ich das Gemüse anbraten. Da habe ich ja, wie gesagt, dieses Gemüse, was ich da auch in der Sud mit drin eingelegt habe, kommt da so komplett mit rein. Mit den Lorbeerblättern, mit dem Firmament. Da können sich jetzt auch schon die getrockneten Pflaumen mit zugesellen. Das gibt einen richtig tollen Geschmack. Nicht so viel. Ich möchte da die Süße ein bisschen von haben. Ne? Und ein paar Rosinen. Wie gesagt, ist auch nur rein für den Geschmack, weil ich werde das dann nachher alles rausheben. Ne? So, das Gemüse hat jetzt schon leicht Röstaromen bekommen. Jetzt mache ich mir eine Insel frei. Das kennt ihr sicherlich schon. Jetzt kommt wieder das Spiel mit dem Tomatenmark. Also 1,5 Esslöffel. Leicht mit anrösten. Ganz bisschen Gemüse von auf den Tomaten, auf den Tomatenmark, damit das sich besser verteilen lässt.
So, jetzt kann man das auseinander vermengen. Gibt eine richtig leckere Soße. So, jetzt werde ich das schon einmal ablöschen mit dieser Weinsud. So ein ganz bisschen. Und ich möchte, dass das wieder neue Röster rumzieht. Ne? Das mache ich dreimal. Das nennt sich jetzt deglasieren. Ne? Deglasieren und glasieren. So. Jetzt werde ich das dritte Mal praktisch ablöschen. Hat schon richtig gut Farbe genommen. Hier seht ihr, schön dunkel. Richtig gut, da kommt jetzt schon wieder das letzte Mal die gute Sud drauf. Ein bisschen kann er noch. Das lasse ich jetzt noch einmal richtig gut einreduzieren, bis das wieder anfängt zu knistern. Also wieder Röster rumziehen. Und dann geht es mit dem Braten nachher weiter. So, nach dem dritten Mal deklarieren. Sieht das denn jetzt so aus, wie es jetzt aussieht? Also gut Röster rumgezogen. Da kommt jetzt oben drauf der Braten wieder zurück. Ja, schön positionieren. Dann habe ich hier Gemüsebrühe, das hatte ich euch vorhin vorenthalten. Die kommt da mit rein. So, eventuell hole ich jetzt nochmal einen Schluck Wasser. So, jetzt kommt da noch ein Schluck Wasser zu, damit das ein bisschen mehr bedeckt ist. Gibt natürlich auch ordentlich Soße. Ah, einen Schluck noch. So. Die restliche Brühe, da wo ich das drin eingelegt hatte, ist natürlich alles purer Geschmack. So, da kommt jetzt der Deckel drauf. So, da ist der Deckel drauf. Dann kommt der Handschuh an, weil der Pott ist ziemlich heiß jetzt. Ich habe mir jetzt den Grill angeschmissen. Wenn ihr das mal macht, dann könnt ihr das natürlich auch im Backofen zu Hause machen oder drinnen machen. Ich habe mir den jetzt eingeregelt, so auf 160, 170 Grad in direkter Hitze, also rechts und links der Brenner an. Da kommt jetzt das gute Stück rein. In die Mitte. Und so kann das erstmal so, ich denke mal so zweieinhalb Stunden oder zweieinhalb Stunden richtig langsam drinnen vor sich hin simmern, bis das Fleisch richtig schön zart ist und dann sehen wir uns nachher gleich wieder. Circa zweieinhalb Stunden sind jetzt vergangen. Jetzt sollte der Braten soweit fertig sein. Machen wir den Deckel hoch. Jetzt gucken wir einfach mal rein. Jetzt nehme ich mir das gute Stück mal. Ihr seht immer, wie klein der geworden ist. Das war ja nun wirklich also doppelt so groß, das Stück. Richtig geschrumpft. Normalerweise schrumpft ja erst alles, wenn es kalt wird. War natürlich ein Scherz. So, der kommt natürlich erstmal in eine kleine Konzessform. Da lasse ich ihn erstmal einige Zeit drinne. Die Soße, die werde ich jetzt passieren praktisch. Ja, ich gehe da jetzt nicht mit auf den Boden, keine Angst. Ja, die Soße werde ich jetzt passieren, also das heißt, die festen Bestandteile da rausfiltern. So, wie ihr seht, habe ich jetzt die festen Bestandteile da rausgefiltert mit dem Sieb. Das werde ich jetzt nochmal erhitzen. So, und nun kann man natürlich beigehen und damit irgendwelchen, so mit Stärke oder mit Mehl arbeiten. Ich versuche das heute mal mit einem Honigkuchen. Das ist ein ganz normaler Honigkuchen, den kriegt ihr im gut sortierten Supermarkt oder auch im Internet. Ich werde so ca. 80 Gramm, ja, oder zwischen 50 und 80 Gramm mir abschneiden. Und dann habe ich hier so ein Stück Kuchen oder Honigkuchen und das brösel ich dann praktisch in die Sud. Einfach da rein. Das löse ich nachher auf, davon sieht man nachher überhaupt nichts. Sieht natürlich anfangs ein bisschen komisch aus. Ich werde das ein bisschen vermengen. So, dann nehmt ihr euch hier so einen Zauberstab, so einen Mixer, kippt den einmal an und dann macht ihr das einmal.
So, ich gehe jetzt bei und werde sie nochmal probieren. Ohne dass ich da mit Salz und Pfeffer jetzt schon gearbeitet habe. Richtig lecker, hammergeil. Aber es fehlt ja noch Salz und Pfeffer. Einfach ein bisschen Salz. Pfeffer. Sollte schon reichen. Jetzt nehme ich mir natürlich den nächsten Löffel. Verrühre das schön. So, und dann könnt ihr mal ganz kurz gucken. Dann seht ihr mal, wie die Soße überhaupt glänzt. Eine richtig tolle Konsistenz. Leicht angedeckt. So mag ich das. Seht ihr? Richtig hammergeil. Ich mache die jetzt aus, oder den Brenner jetzt aus. So. Hammer. So. Dann gehe ich jetzt bei und werde mir den Braten schnappen. Den guten. Dann lege ich hier mal rauf. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie die Fasern verlaufen. Ne? Bei so einem falschen Filet, das ist manchmal da, dass sie auf der einen Seite so laufen oder und auf der anderen Seite komplett anders. Darum muss ich jetzt erstmal gucken. So, ich sehe gerade, die Fasern verlaufen so schräge hoch. Ich werde das jetzt im Gegensatz aufschneiden in schöne Scheiben. Wie durch Butter. Richtig Hammer. So. Guckt euch das an. Sieht das nicht hammerlecker aus? Tolle Stücke, ne? So. So, dann gehe ich jetzt natürlich bei und mache jetzt einen schönen Teller fertig. Wir haben uns entschieden heute für schöne Semmelklöße. Ein bisschen Rotkohl dazu, so haben wir uns das gedacht. Da werde ich jetzt schön eine Scheibe Fleisch auflegen. Oder vielleicht nochmal eine halbe Scheibe oben drauf. So. Da kommt jetzt die leckere Soße drauf. So, dann guckt euch das an. Also wenn das mal nicht gut aussieht, ja. So, ich habe jetzt das Vergnügen, das zu probieren. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Mal sehen, mit der leckeren Soße. Butterzartes Fleisch. Ich meine, so nach 2,5 Stunden sollte es auch eigentlich durch sein, also es ist auch mega zart, überhaupt nicht trocken, auch die Soße, eigentlich mit wenig Zutaten. So, ich komme nochmal zum Fazit zu diesem Sauerbraten. Also, ich muss sagen, es war interessant, aber wir würden es tatsächlich nicht nochmal machen. Die Soße war auch, also von der Konsistenz her alles gut, aber eben, dass das 4 Tage eingelegt ist, dass es dann so leicht säuerlich geschmeckt hat. Es war nicht so penetrant sauer, aber man hat eben diese Säure in dem Braten geschmeckt. Vielleicht ist das für uns was Neues. Ja, vielleicht kennen wir das hier im Norden nicht. Ja, das wollte ich euch nochmal so mitteilen. Also ihr seht, auch wenn ich was mache, ist das nicht immer alles perfekt. Ne? Also was ich euch damit jetzt sagen will, dass wir sowas nicht nochmal machen würden. Ne? Ich würde mich vor allen Dingen freuen, wenn ihr mir mal in den Kommentaren schreibt, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich ja wirklich was falsch gemacht oder so. Würde ich das schon ganz gerne wissen. Ne? Vielleicht der eine oder andere, der das schon oft gemacht hat und sagt, Mensch, der hat aber da was nicht richtig gemacht. Würde mich interessieren. Hat euch das Video trotzdem gefallen, würde ich mich über einen wohlwollenden Kommentar freuen. Ganz besonders würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Dann vergesst auch oben die Glocke nicht zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video von mir. Ich wünsche euch alles Gute, vor allen Dingen beim Nachmachen. Vielleicht macht ihr das ja anders wie ich. Bis das nächste Mal. Marco von Barbecue Dithmarschen. Bleibt gesund und tschüssi.